Guten Morgen. Sehr geehrter Vizeminister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich zuerst bedanken bei den Organisatorinnen und Organisatoren dieser Konferenz für die Einladung. Das Thema Recht auf Informationsfreiheit gegenüber dem Schutz auf Information ist ein spannendes Thema, auch bei uns in Deutschland, und ist ein Thema, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige, außer vielleicht am Wochenende. Ich bin seit 2,5 Jahren stellvertretende Referatsleiterin im Referat für Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht im Deutschen Außenministerium im Auswärtigen Amt und seit Sommer 2014 Leiterin unseres Informationsfreiheitsteams. Das sind 3 Personen, die alle an das Auswärtige Amt gerichteten Anfragen nach dem deutschen Informationsfreiheitsgesetz federführend bearbeiten und die die Antworten auf diese Anfragen koordinieren. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Informationsfreiheit abzuwägen mit Schutz der Informationen. Ich werde heute sprechen und Ihnen versuchen vorzustellen, das Gesetz zur Regelung des Zugangs zur Information des Bundes, kurz Informationsfreiheitsgesetz. Und weil uns das allen immer zu lang ist, sagen wir nur noch IFG, so wie Sie wahrscheinlich sagen, Gesetz 106. Das wird ein Vortrag sein, vor allen Dingen aus der Praxis einer Bundesbehörde. Zum rechtstheoretischen Hintergrund werde ich Ihnen heute nicht viel erzählen, außer dass ich Ihnen was erzählen werde zur Entstehung dieses Gesetzes. Es ist am 1. Januar 2006 in Kraft getreten und es war ein Gesetzentwurf, und das ist in Deutschland nicht die Regel, der aus dem Bundestag kam, also aus unserem Parlament, entworfen, geschrieben von Abgeordneten aus diesem Parlament und in diesem Fall von Abgeordneten der Regierungsfraktion. Das waren damals SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Das Innenministerium hatte vorher versucht, einen Gesetzentwurf zu schreiben, ist aber wegen der kontroversen Diskussion zum Thema auf sehr viele Probleme gestoßen. Und dann haben es ein paar Abgeordnete übernommen. Und das ist die Entstehung dieses Gesetzes. Und wie gesagt, es ist relativ ungewöhnlich. Für die Bundesrepublik Deutschland war dieses Gesetz ein Paradigmenwechsel, eine große Veränderung. Früher gab es den Grundsatz der beschränkten Aktenöffentlichkeit. Und heute gibt es ein Informationsrecht des Bürgers. Und der Unterschied ist der, dass früher bei der beschränkten Aktenöffentlichkeit im Grunde nur Leute oder Personen Einblick in die Akte bekommen durften, die mit der Akte etwas zu tun hatten. Also zum Beispiel, die einen Antrag gestellt hatten und die durften dann die Akten in diesem Antragsverfahren sehen. Heute darf jeder die Herausgabe von Informationen verlangen. Das Gesetz, über das ich spreche, das IFG, gilt nur für Bundesbehörden. Die Details erkläre ich Ihnen später. Aber Sie werden natürlich wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland ein föderaler Staat ist. Das heißt, es gibt Gesetze auf Bundesebene und es gibt Gesetze auf Länderebene. Und auf Bundesebene gibt es nicht nur das IFG, sondern es gibt auch ein Gesetz, das heißt Umweltinformationsgesetz, und ein Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation. Wir nennen es Verbraucherschutzinformationsgesetz. Aber diese beiden Gesetze geben nur einen Zugang zu bestimmten Daten. Zum einen muss es sich auf Umwelt beziehen, bei dem anderen muss es sich um Verbraucherschutz beziehen. Das IFG gibt Zugang zu allen Daten. In den Bundesländern ist es so, dass die meisten Bundesländer außer 4, und das sind Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Niedersachsen, ein eigenes IFG, ein eigenes Informationsfreiheitsgesetz erlassen haben. Dieser Vortrag wird nur sein über das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, weil wenn ich mich irgendwo auskenne, dann ist es da. Was war das Ziel des IFG? Im Gesetzentwurf, also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, bei uns ist das so, wenn ein Gesetz entworfen wird, ins Parlament kommt, dann muss man einen Text schreiben, warum man dieses Gesetz einführen möchte und auch wie viel es kosten wird und so weiter. Und aus dieser Begründung des Gesetzentwurfs, da steht zum Beispiel, der Zugang zu Informationen und die Transparenz behördlicher Entscheidungen ist eine wichtige Voraussetzung für die effektive Wahrnehmung von Bürgerrechten. Da steht auch, lebendige Demokratie verlangt, dass die Bürger die Aktivitäten des Staates kritisch begleiten. Und zuletzt, Sachkenntnisse sind entscheidende Voraussetzungen für eine Beteiligung der Bürger am staatlichen Entscheidungsprozess. Ausdrückliche Ziele werden auch genannt, nämlich 3. Durch den besseren Zugang zu Informationen soll erreicht werden: erstens, die Förderung der demokratischen Meinungs- und Willensbildung. Zweitens,
die verbesserte Kontrolle staatlichen Handelns. Es ist also auch, aber nicht nur, ein Mittel zur Korruptionsbekämpfung. Und drittens, die öffentliche Teilhabe durch den Zugang zu Informationen soll die Akzeptanz staatlichen Handels stärken. Wurden diese Ziele erreicht? Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Die Frage ist, führt mehr Transparenz auch zu mehr politischer Partizipation? Wenn Sie mehr wissen über das, was der Staat tut, gehen Sie dann auch verstärkt zu den nächsten Wahlen? Und ist der Informationszugang, den die Behörden Ihnen geben in Deutschland, wirklich so transparent? Und fühlen sich diejenigen, die anfragen, dann so gut informiert, dass sie meinen, das Handeln des Staates sei leichter zu akzeptieren? Oder meinen diejenigen, die eine Anfrage nach dem IFG stellen, werden die ohnehin nur in dem bestätigt, was sie ohnehin schon meinen, nämlich dass der Staat sowieso nicht sagt, was er tut? Das ist schwer zu messen, das ist eine ständige Diskussion. Die Nutzung des IFGs ist jedenfalls seit 2006 gestiegen. 2006 gab es bei allen Bundesbehörden und auch bei den nachgeordneten Behörden des Bundes insgesamt 2278 Anträge. Im Jahr 2013 hatte sich das mehr als verdoppelt. Es gab 4736 Anträge. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es nicht ganz linear ist. Es hat geschwankt. Im Jahr 2012 gab es zum Beispiel über 6000 Anträge. Im Auswärtigen Amt haben wir ungefähr 150 Anfragen pro Jahr. Ich kann schon sagen, in diesem Jahr werden es mehr, mindestens 180. Und ich kann auch sagen, ich bin immer wieder überrascht, aus meiner Sicht ist die Zahl gering. Und als das Gesetz eingeführt wurde, hatten, glaube ich, alle damit gerechnet, dass mehr Anfragen kommen würden. Wobei die Zahlen an sich noch nicht aussagen, wie schwierig die Anfragen sind. Manche sind ganz einfach und schnell zu beantworten und andere sind sehr komplex und brauchen sehr viel Zeit, bis wir sie beantworten. An wen richtet sich nun das IFG, also das IFG für den Bund in Deutschland? Der Anspruch auf Herausgabe von Informationen nach dem IFG besteht gegenüber Behörden des Bundes, also vor allem Ministerien. Der Anspruch besteht aber auch gegenüber sonstigen Bundesorganen und Bundeseinrichtungen, also zum Beispiel auch gegenüber dem Bundestag und dem Bundesrat, gegenüber dem Bundesverfassungsgericht, den Bundesgerichten und der Bundesbank. Dabei kommt es aber darauf an. Der Anspruch gilt nur, soweit diese Stellen öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Was eine öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgabe ist, ist im deutschen Recht sehr schwer zu sagen. Wir machen es uns relativ einfach und sagen, Verwaltung ist alles, was nicht Legislative oder Exekutive ist. Im Einzelnen ist das ein weites Feld und sehr umstritten. Es ist sehr interessant zum Beispiel, welche Informationen muss eigentlich der Bundestag herausgeben, also unser Parlament? Und die erste Reaktion ist immer gar nichts, weil wir machen Politik. Es gibt aber zum Beispiel auch Verwaltungsaufgaben im Bundestag. Zum Beispiel, wenn Abgeordnete reisen. Diese Reisekosten sind Verwaltung. Sie können also in Deutschland herausbekommen, wie viel die Reise von einer Gruppe von Bundestagsabgeordneten nach Brasilien, in Klammern, zur Fußballweltmeisterschaft gekostet hat. Das geht. Das ist nicht Legislative, sondern Verwaltung. Wer kann nun einen Antrag nach dem IFG stellen? Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 heißt es, jeder hat gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Und jeder heißt jeder. Jede natürliche Person, aber auch juristische Person. Dabei ist der Auskunftsanspruch voraussetzungslos. Das heißt, es gibt keine materiell-rechtlichen Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen, um einen Antrag zu stellen. Es gibt nur eine formale Voraussetzung, nämlich Sie müssen einen Antrag stellen. Der muss schriftlich sein, aber es reicht auch eine E-Mail. Sie müssen den Antrag nicht begründen. Und warum Sie den Antrag stellen, ist völlig egal. Dazu müssen Sie nichts sagen. Und wir dürfen Sie nicht danach fragen. Und dann ist es so, der Grundsatz des IFG ist, Sie haben einen Anspruch auf Information und den hat jeder. Es sei denn, es gibt einen Ausnahmetatbestand. Und wenn ein Ausnahmetatbestand vorliegt, dann brauchen wir die Information nicht herauszugeben.
Diese Ausnahmen sind alle im Gesetz festgeschrieben, in den Paragraphen 3 bis 6 dieses Gesetzes. Und es gibt noch einen ungeschriebenen, den hat das Bundesverfassungsgericht entwickelt. Ich gehe mal kurz durch einige der Ausnahmetatbestände, es sind nicht alle. Paragraph 3 schützt besondere öffentliche Belange. Wenn besondere öffentliche Belange berührt sind, gibt es keinen Anspruch auf Informationszugang. Zum Beispiel haben Sie keinen Anspruch auf Informationen, wenn das Bekanntwerden der Informationen nachteilige Auswirkungen haben kann auf internationale Beziehungen, militärische Belange der Bundeswehr, Belange der inneren oder äußeren Sicherheit, Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, der Wettbewerbs- und der Regulierungsbehörden oder wenn das Bekanntwerden der Informationen Auswirkungen haben kann auf die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens. Für uns im Außenministerium, das können Sie sich vorstellen, ist besonders interessant der Ausnahmetatbestand, wenn das Bekanntwerden der Informationen nachteilige Auswirkungen haben kann auf internationale Beziehungen. Wir kriegen relativ häufig Anfragen nach Informationen, was denn in einer oder was für Informationen bei uns vorliegen, zum Beispiel zu einem bestimmten internationalen Thema, was diskutiert wird. Und da haben wir natürlich auch Berichte von unseren jeweiligen Auslandsvertretungen in dem dortigen Land, die uns über die Situation in dem Land berichten. Und das möchten wir nicht immer, dass Sie das wissen. Dass Sie das wissen, ist vielleicht noch nicht das Problem, aber wir möchten nicht unbedingt, dass das andere Land weiß, was wir über Sie denken. Und das machen wir nicht aus Willkür, sondern weil wir manchmal uns denken, wenn das andere Land wüsste, was wir da reinschreiben, dann wären die nicht sehr fröhlich und würden uns nicht sehr mögen. Und wahrscheinlich würden sie uns nicht mehr mit uns reden. Wenn Sie im Außenministerium sind und Sie haben ein Land, was nicht mehr mit Ihnen redet, haben Sie ein Riesenproblem. Denn das ist die Aufgabe des Außenministeriums. Sie reden mit den anderen. Das nennt man diplomatische Beziehungen. Und das wäre ein Grund zu sagen, naja, also wenn das bekannt wird, dann hätte das nachteilige Auswirkungen für die internationale Beziehung zu diesem Land. Und deswegen gehen wir es nicht raus. Und das müssen wir dann auch nicht. Wir müssen allerdings schon sagen, was da drin steht. Also wir müssen sagen, es geht um folgendes Land und wir haben folgende Ziele gegenüber dem Land. Und wenn das bekannt wird, dann haben wir ein Problem. Und das müssen wir darstellen. Das ist eine Prognose. Ja, wir müssen sagen, es könnte Nachteile haben. Wir können nicht sagen, oh Gott, da steht was Internationales drin und deswegen geben wir es nicht raus. So einfach ist es nicht. Weiter haben Sie keinen Anspruch auf Informationen, wenn das Bekanntwerden der Informationen die öffentliche Sicherheit gefährden kann. Wenn das Bekanntwerden der Informationen die notwendige Vertraulichkeit internationaler Verhandlungen beeinträchtigen kann. Also, wir reden in der EU gerade über Sanktionen, zum Beispiel gegen Russland. Solange wir über diese Sanktionen reden und noch kein Ergebnis haben, kriegen Sie die Informationen nicht. Und das ist auch richtig so, also das rechtens so, das ist in Ordnung. Wir brauchen Ihnen die Informationen nicht rauszugeben, wenn eine Rechtsvorschrift, also ein Gesetz regelt, dass es eine Geheimhaltungspflicht gibt. Das bedeutet aber nicht, dass eine Behörde auf jeden Vorgang, den er hat, den Stempel geheim drücken kann und dann kriegen Sie es nicht mehr. Sondern wir müssen schon überprüfen bei jeder Anfrage, ob das noch gilt. Und wir müssen erklären, warum das nicht gilt, warum das noch gilt. Wenn Sie Informationen haben möchten über die deutschen Nachrichtendienste und Geheimdienste und Sie betreffen diese nachrichtendienstliche Arbeit, kriegen Sie die auch nicht, ist auch ausgeschlossen laut Gesetz. Dann ist ausgeschlossen, also wenn die Informationen den behördlichen Entscheidungsprozess stören würde, also alle Schritte, bevor eine Behörde eine Entscheidung trifft, solange die Entscheidung nicht getroffen ist, brauchen wir diese Informationen auch nicht herauszugeben. Und ein wichtiger, also die sind alle wichtig, aber ein Punkt, der sehr große Rolle spielt bei uns, ist auch der Schutz der personenbezogenen Daten. Wenn jemand einen Antrag auf Herausgabe von Informationen stellt und bei diesem Antrag, wenn wir ihn beantworten würden, würden personenbezogene Daten veröffentlicht, dann muss der Antragsteller begründen, warum er diese haben will. Also, wir kriegen einen Antrag. Wir gucken in die Akte und denken, da stehen ein paar Namen drin. Dann fragen wir zurück, da stehen ein paar Namen drin. Wollen Sie diese haben und warum, wenn ja, warum wollen Sie die haben? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann kann der Antragsteller zum einen sagen, ist mir völlig egal, die könnte schwärzen. Gut, dann können wir, schreichen wir das alles durch, die Namen, und dann kriegt er die Information. Wenn er die Information
trotzdem haben möchte, dann müssen wir denjenigen, dessen Daten da betroffen sind, fragen. Stimmt derjenige der Herausgabe zu? Und wenn er das tut, können wir die Daten herausgeben. Wenn er das nicht tut, müssen wir abwägen. Wer hat mehr, welches Interesse ist größer? Das Interesse des Antragstellers, die Daten herauszubekommen, oder das Interesse desjenigen, dessen Daten dort drinstehen? Das kann man nicht verallgemeinern. Bei uns hat der Schutz personenbezogener Daten Verfassungsrang. Das steht zwar nicht in der Verfassung drin, aber das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass er Verfassungsrang hat. Das ist ein sehr wichtiges Gut bei uns, dass Sie selber bestimmen können, wo Ihre Daten herumlaufen und wer Ihre Daten hat. Und deswegen geht die Abwägung vermutlich, jedenfalls bei uns, meistens zugunsten desjenigen aus, dessen persönliche Daten betroffen sind. Ich habe gestern Abend mit den Kolleginnen und Kollegen Ihres Innenministeriums, Ihrer Datenschutzbeauftragten gesprochen. Und mir wurde erzählt, dass es hier ein spannendes Thema ist, wie viel Geld Beamte verdienen. Was passiert in Deutschland, wenn Sie wissen wollen, wie viel Geld ich verdiene? Also als erstes würde ich Sie fragen, was geht Sie das eigentlich an? Erzählen Sie mir, was Sie verdienen? Aber gut, das ist mehr eine persönliche Frage. Wenn ich nicht zustimme, dass Sie gesagt, also Sie schreiben das deutsche Außenministerium, wie viel Geld verdient Friederike Hellner? Dann sagt das deutsche Außenministerium, das ist ein personenbezogenes Datum von Frau Hellner, jetzt müssen wir Sie mal fragen. Und dann fragen die mich. Und wenn ich nicht zustimme, werden Sie diese Daten wohl auch nicht bekommen. Denn Ihr Interesse an dem, was ich verdiene, ist vermutlich nicht größer als mein Interesse, diese Zahl für mich zu behalten. Ich sage vermutlich, weil es eine Frage ist, die uns nicht wirklich umtreibt. Ich glaube, diese Frage hat bei uns noch niemand gestellt. Denn Sie müssen wissen, es ist bekannt, was ich verdiene. Es gibt keine Liste, in der steht, Friederike Hellner verdient jeden Morgen so und so viel Euro. Das gibt es nicht. Aber wenn Sie wissen, in welcher Gehaltsklasse ich bin, und das können Sie zum Beispiel daran erkennen, dass ich Ihnen gerade verraten habe, dass ich stellvertretende Leiterin eines Referates im Außenministerium bin, dann wissen Sie, wenn Sie sich ein bisschen auskennen, und wenn nicht, können Sie es durch Fragen erfahren, die Frau Hellner verdient A15. Das ist eine Gehaltsstufe in Deutschland. Und dann gibt es ein Bundesbesoldungsgesetz. Da steht drin, wie viele Beamte des Bundes verdienen in Deutschland. Und da gibt es eine Liste. Und da gucken Sie bei A15. Und da werden Sie herausfinden, da steht, A15-Beamte in Deutschland verdienen, die für den Bund arbeiten, verdienen zwischen so und so viel Euro und so und so viel Euro. Es ist eine Spanne. Die Spanne hängt damit zusammen, wie lange ich den Job schon mache und wie alt ich bin. Und insofern ist das Ganze nicht wirklich ein Thema in Deutschland, weil Sie wissen das. Das, was da steht, kriege ich. Maximal das eine, minimal das andere. Nicht mehr. Trotzdem würde Ihnen das wahrscheinlich niemand herausgeben, denn es ist mein Datum. Aber Sie wissen ja jetzt, wie Sie es rauskriegen. Sie brauchen nur das Bundesbeamtengesetz und die Anlage. Bei uns ist eher ein Thema, müssen Behörden die Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zum Beispiel deren Durchwahl, deren Telefonnummer im Ministerium herausgeben. Das ist bei uns ein spannendes Thema. Es gibt Leute, die möchten, haben Anträge gestellt, weil sie zum Beispiel Arbeitslosengeld bekommen. Sie möchten die kompletten Telefonnummern ihres Arbeitsamtes. Von jedem. Nicht nur von dem Kollegen und der Kollegin, der den Antrag beantwortet, sondern von allen. Und solche Fragen werden bei uns immer vor Gericht entschieden. Wir haben aber mehrere Gerichte und das ist in diesem Fall ein Problem. Es gibt ein Verwaltungsgericht, das gesagt hat, ja, ihr müsst alles rausgeben. Alle Nummern, alle Namen, alle Durchwahlen. Und ein anderes Verwaltungsgericht hat gesagt, nein, nein, das müsst ihr nicht herausgeben. Der Anspruch besteht nur auf die Telefonnummer desjenigen, der den Antrag bearbeitet, wenn es eine allgemeine Telefonnummer der Behörde gibt und wenn es zum Beispiel einen Zugang für Nachfragen im Internet gibt, also über die Website. Das Thema ist offen. Wahrscheinlich wird irgendwann das Bundesverwaltungsgericht, das höchste Gericht für Verwaltungssachen, darüber entscheiden. Ein weiterer Grund, warum wir keine Informationen herausgeben müssen, ist, wenn der Schutz des geistigen Eigentums oder von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen berührt ist. Das ist auch wieder ein großes Thema, funktioniert so ähnlich wie bei personenbezogenen Daten. Wenn jemand solche Daten haben möchte, muss er sagen, warum.
Wenn er damit einverstanden ist, dass die Daten geschwärzt werden, werden die geschwärzt und er kann die Informationen haben. Wenn er darauf besteht, die Daten zu bekommen, also diese Personen, zum Beispiel die Geschäftsgeheimnisse, müssen wir denjenigen fragen, dessen Geschäftsgeheimnisse es sind. Und das ist ein großes, schwieriges Thema. Denn die Behörde muss entscheiden, ob zum Beispiel ein Geschäftsgeheimnis vorliegt, aber der Dritte, dessen Geheimnis möglicherweise berührt ist, kann die Behörde verklagen, wenn sie es seiner Ansicht nach falsch macht. Wir haben zurzeit einen solchen Fall, ich habe den bei mir auf dem Schreibtisch, es ist wirklich sehr schwierig. Da fragt jemand nach einem Projekt, was wir gemacht haben zur Ausbildung von Menschen aus Tunesien in Deutschland, die zu Krankenpflegern geschult werden sollten. Und organisieren sollte das ein großes Krankenhaus in Hamburg. Und in den Unterlagen steht genau drin die Kalkulation dieses Krankenhauses. Wie viel Geld haben die für was ausgegeben? Für Unterkunft, für Training, für Vorträge, für Essen, für alles. Das ist ein Geschäftsgeheimnis. Das Krankenhaus möchte diese Zahlen nicht herausgeben. Die Antragstellerin, sie arbeitet für das Norddeutsche Fernsehen, möchte diese Zahlen sehr gerne haben. Ich muss das irgendwann entscheiden, wenn ich es falsch mache, stehe ich vor Gericht. Wir reden jetzt erstmal mit dem Krankenhaus und fragen, was wir alles aus Ihrer Sicht alles rausgeben dürfen. Aber ich bin sicher, es wird vom Verwaltungsgericht landen. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt. Also wie gesagt, das sind nicht alle, die ich Ihnen genannt habe, aber die wahrscheinlich wichtigsten. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, den hat das Bundesverfassungsgericht entworfen. Es gibt einen Bereich, der nennt sich in Deutschland Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. Und das muss ich Ihnen vorlesen, weil ich es immer wieder vergesse. Das ist ein nicht ausforschbarer Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich der Regierung. Und der gilt vor allem zu Vorgängen, die noch nicht abgeschlossen sind. Und dieser Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung schützt vor allen Dingen die Willensbildung der Regierung, also Diskussionen im Kabinett, Vorbereitung von Entscheidungen im Kabinett. In diesem Bereich hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, hat das Parlament kein Recht auf Information. Denn die Regierung soll einen Bereich haben, wo das Parlament nicht hereinregieren kann. Das begründet das Bundesverfassungsgericht mit der Gewaltenteilung. Und wenn das Parlament, was ein großes Fragerecht hat in Deutschland, was ungefähr alles wissen kann, was Untersuchungsausschüsse einsetzen kann, wenn schon das Parlament kein Recht hat, in diesem Bereich Fragen zu stellen, dann hat es auch der Bürger nicht. Beispiel, kürzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Deutschland exportiert Waffen ins Ausland. Ich erzähle Ihnen kein Geheimnis. Bevor die Entscheidung getroffen wird, ob eine Firma aus Deutschland in ein bestimmtes Land Waffen exportieren darf, gibt es darüber eine Diskussion im Kabinett. Und dann gibt es einen Vorbescheid. Da steht ungefähr drin, ja, das wird wahrscheinlich möglich sein. Und nur wenn dieser Vorbescheid da ist, wird eine Firma anfangen, wirklich zu verhandeln mit dem ausländischen Land. Eine Gruppe Abgeordneter wollte vom Bundesverfassungsgericht erstreiten, dass das Parlament schon über diese Vorbescheide erfährt. Denn die sind geheim. Das sagen wir niemandem. Und das Bundesverfassungsgericht hat ungefähr vor 3 Wochen, und ich muss ehrlich sagen, zu meiner großen Überraschung, gesagt, das ist gut so. Diese Vorbescheide bleiben geheim. Das ist Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. Mich hat es überrascht. Ich habe es anders erwartet. Aber für uns ist es gut. Wenn Sie einen Antrag stellen auf Informationsherausgabe, dann ist der Anspruch gerichtet auf den Zugang zu amtlichen Informationen. Wir können Ihnen entweder eine Auskunft erteilen, Sie können Ihnen Akteneinsicht erteilen, Sie können zu uns gucken und sich die Akten anschauen, oder wir können die Informationen auf andere Art Ihnen zur Verfügung stellen, zum Beispiel indem wir Kopien machen und sie Ihnen zuschicken. Wir können auch nur Teile herausgeben, wir müssen sogar Teile herausgeben. Wenn wir Ihnen manche Teile wegen der Ausnahmetatbestände nicht geben brauchen, müssen wir diese Teile schwärzen und Ihnen den Rest geben. Wir können nicht sagen, oben in dem Dokument, da die ersten 3 Zeilen, die brauchen wir Ihnen nicht zu geben, deswegen geben wir Ihnen gar nichts. Das geht nicht.
Wir müssen oben schwärzen und ihnen den Rest geben. Voraussetzung ist natürlich, dass amtliche Informationen bei uns tatsächlich vorliegen. Und amtliche Informationen sind alle Aufzeichnungen, die amtlichen Zwecken dienen und unabhängig von ihrer Art der Speicherung. Wenn ich das in meinem Computer in der Datei habe, ist das eine amtliche Information. Nicht dazu gehören Entwürfe und Notizen, die ich zum Beispiel in der Vorbereitung geschrieben habe oder über ein Telefonat, was ich mit einem Kollegen geführt habe oder so. Das gehört nicht dazu. Wir müssen ihnen aber nur das geben, was wir ohnehin schon haben. Wir müssen ihnen nichts zusammenstellen. Also wenn sie nach etwas fragen, was wir erst zusammenstellen müssten, weil es so nicht wirklich existiert, das brauchen wir nicht zu tun. Dafür sollen wir schnell sein. Wir sollen ihnen die Information unverzüglich zugänglich machen. Der Informationszugang soll innerhalb eines Monats erfolgen. Entschuldigung. Das ist zum einen eine rechtliche Frage, was passiert eigentlich nach dem Monat? Und es gibt Leute, die sagen, ihr müsst in einem Monat. Das ist bisher noch nicht wirklich vor Gericht entschieden worden. Wir gehen davon aus, wegen der Formulierung, dass wir es sollen. Also wir müssen nicht, aber wir sollen es versuchen, das ist das Ziel. Egal wie es ist, es gibt keine Strafe. Wenn wir es nicht schaffen, müssen wir kein Geld bezahlen und müssen auch sonst nichts tun. Es gibt keine Sanktionen dafür, wenn wir die Frist nicht einhalten. Wir müssen eine Frist einhalten, Sie müssen bezahlen. Das Verfahren ist gebührenpflichtig. Jedenfalls immer dann, wenn wir Informationen herausgeben und es sich nicht um eine einfache Auskunft handelt. Also wenn wir länger als 30 Minuten brauchen, können wir Gebühren nehmen. Wir dürfen keine Gebühren nehmen, wenn wir Ihren Antrag ablehnen. Aus Sicht einer Behörde ist das nicht logisch, weil die Ablehnung möglicherweise genauso viel Arbeit macht, wenn nicht mehr, als das Herausgeben. Wenn ich einen großen Aktenordner habe und mir überlegen muss, 50 Seiten kann ich nicht herausgeben, eigentlich kann ich gar nichts herausgeben, dann macht es eigentlich mehr Arbeit, wie wenn ich Ihnen das einfach schicke. Das kann ich in einer halben Stunde. Ich finde die Akte und schicke sie. Die Ablehnung kostet mich richtig Zeit. Ich muss sie auch noch begründen. Ich muss Ihnen einen Brief schreiben. Da muss drinstehen, warum ich sie ablehne. Die maximale Gebühr sind 500 Euro. Die haben wir in den letzten Jahren, die wir nachvollziehen können, ungefähr in 10% der Fällen genommen. Also relativ selten. Wenn wir Ihren Antrag ablehnen, dann gibt es ein ganz normales Verwaltungsverfahren, was in Deutschland in einem Verwaltungsgesetz geregelt ist. Es ist insofern etwas besonders. Normalerweise, wenn eine Bundesbehörde einen Antrag ablehnt, müssen Sie gleich vor Gericht gehen. In diesem Fall haben Sie einen Zwischenschritt, der bei allen anderen Behörden außer Bundesbehörden normal ist. Sie können erst einen Widerspruch einlegen. Das ist relativ einfach. Sie schreiben einen Brief, schreiben drüber Widerspruch oder Sie schreiben es auch nicht drüber. Es muss nur klar werden, Sie widersprechen unserer Ablehnung. Dann müssen wir noch mal prüfen und Ihnen einen Widerspruchsbescheid schicken. Und wenn Sie damit immer noch nicht einverstanden sind, dann können Sie klagen vor dem Verwaltungsgericht. Das ist ein relativ einfaches und nicht sehr kostenspieliges Verfahren, also relativ bürgerfreundlich. Wenn Sie in Deutschland fragen, was sind die Probleme bei der Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes, des IFGs? Ein Professor bei einer Veranstaltung bei unserer Bundesdatenschutzbeauftragten, die auch für Informationsfreiheitsgesetz zuständig ist, hat kürzlich formuliert, der Bürger möchte wissen, was der Staat weiß, was dem Staat aber unangenehm ist. Und ich glaube, so ist es immer noch. Aus Sicht einer Behörde sind die Probleme zum Beispiel die Monatsfrist. Es gibt Anfragen beim besten Willen. Das schaffe ich nicht. Das geht nicht. Ich muss andere Referate fragen. Ich muss erstmal die Akten zusammensuchen lassen. Die Frist ist manchmal sehr kurz. Bei den Gebühren ist vieles unklar. Denn wir dürfen zwar welche nehmen, aber sie dürfen keine abschreckende Wirkung haben. Und die Gebühren richten sich nach dem Verwaltungsaufwand der Behörde, aber wir dürfen die ihnen nicht komplett in Rechnung stellen. Die Antragsteller gehen sehr oft davon aus, dass es nichts kosten wird. Und ich habe eben schon erklärt, wenn wir ablehnen, dürfen wir keine Gebühren erheben, was für uns aus unserer Sicht ein Problem ist. Dann stellt sich die Frage, gibt es einen Antrag, der unzumutbar ist? Manche Anträge erfordern einen unglaublichen Verwaltungsaufwand. Es sind tausende von Seiten, die manche Behörden nachschauen müssen. Aber bisher haben die Gerichte die Hürden für einen unzumutbaren Antrag sehr hoch gelegt. Wenn Sie 10.000 Seiten durchschauen müssen als Behörde, ist das für Gerichte in Ordnung.
Dann gibt es professionelle Antragsteller, zum Beispiel Anwaltskanzleien. Und die stoßen auf Behörden, die ohnehin schon viel zu tun haben. Die werden aber dafür bezahlt und setzen sehr viel Energie in ihre Anträge. Das kann manchmal schwierig sein. Und manche Anträge werden erkennbar nicht gestellt, um Informationen vom Staat zu bekommen, sondern sie werden gestellt, um Informationen über Dritte zu bekommen. Also es gibt in Deutschland Behörden, die regulieren zum Beispiel die Banken. Da stellt, also die Bank X wird reguliert und beobachtet und ausgewertet durch diese Behörde. Und dann kommt der Anwalt von der Bank Y und stellt einen Antrag auf Herausgabe der Unterlagen zur Regulierung der Bank X. Der will nichts vom Staat wissen. Der will wissen, wie geht es eigentlich meinem Konkurrenten? Und dann haben Sie das ganze Problem mit den Geschäftsgeheimnissen, was ich Ihnen vorher genannt habe. Aber im Grunde ist es etwas, was das Gesetz so nicht vorgesehen hat. Aber was legal ist, ist völlig in Ordnung. Dann haben Sie keine Regelung im IFG, wie bestimmt ein Antrag sein muss. Sie können alles beantragen. Sie können auch einen ganz generellen Antrag stellen. Wir geben Ihnen eine Antwort und aufgrund der Antwort fangen Sie dann an, weitere Anträge zu stellen. Manchmal hat man den Eindruck, da ist ein Querulant am Werk, aber es ist völlig legal, es ist in Ordnung. Sie können einen Antrag nur deshalb ablehnen, weil jemand querulatorisch ist, also das IFG für falsche Zwecke ausnutzt. Wenn er ausschließlich, Betonung liegt auf ausschließlich, eine Behörde schikanieren oder lahmlegen möchte. Das hat, glaube ich, bisher in Deutschland noch keiner geschafft, das festzustellen. Aus Sicht der Antragsteller wird immer wieder genannt, dass sich Behörden einfach zieren, Informationen herauszugeben. Die geben nichts raus, die geben zu wenig raus, die geben erst raus, wenn man mit einem Gerichtsverfahren droht. Eigentlich wollen die nicht herausgeben. Oder viele Antragsteller sagen, wir würden euch doch gar nicht fragen, wenn ihr diese Information schon ins Netz stellen würdet. Warum schreibt das denn nicht auf eure Website? Da sind wir sehr zögerlich. Vielen Antragsteller dauern die Verfahren zu lange. Sie finden es ärgerlich, dass sie oft vor das Verwaltungsgericht müssen und nicht zwischendurch schon die Sachen bekommen. Und dann gibt es immer wieder die Frage nach den Gebühren, die vielen Antragstellerinnen und Antragstellern schlicht zu hoch sind. Oder sie sagen, ich habe euch eine Frage gestellt und ihr habt mir 1000 Seiten Antwort geschickt und habt davon die Hälfte geschwärzt. Und deswegen sagt ihr, müsst ihr eine hohe Gebühr verlangen, weil das so viel Aufwand war. Na, aber eigentlich wollte ich doch nur die ersten 20. Das können Sie natürlich nicht erkennen, wenn der Antrag gestellt ist, ja, weil der Antrag muss ja nicht besonders bestimmt sein. Es kann irgendein Antrag sein. Und dann haben Sie immer wieder Diskussionen und das ist einfach nicht erfreulich für keinen, weder für die Behörde noch für den Antragsteller. Das war's von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, gerne später.